Woll. Erstmal Klopapier erbeuten. Genau. Oh. Oh nein. Oh, er hat mich sogar erwischt. Ich dachte, ich wäre schon raus aus dem Wasser. Jetzt kommt ja noch ein Zombie angelaufen, ey. Das ist ja wie ein Sechser am Lotto. Ich muss mir erstmal kurz verbinden. Das mache ich aber, während ich schon im Wasser bin, weil der kommt ja wieder, ne? Ja, oh, da ist noch einer. Lauf. Alter, so ein Sack, ey. So, Boah, jetzt ich ist er weg. finde die so widerlich. Mal gleich mal eine Spritze setzen. Spritze gut. So, ich löse das hier mal. Jo, ich gucke hier mal kurz rein, ob es irgendwas gibt oder so. Ich drücke die ganze Zeit E und wundere mich, wieso er es nicht löst. Ja, ist auch gut. Ich habe das auch ganz oft, dass die falschen, gerade am Anfang, wenn wir loslaufen wollen, irgendwie drücke ich immer Steuerung an statt Shift. Oh, ist der Ja. hier? Ist hier, war das ein Zombie? Ich Der weiß ist, es nicht. das sah eben aus, als wenn einer irgendwie von links nach rechts so eine Rolle gemacht hat, als er gelaufen ist. Aber ich glaube, der Zombie ist nur unglücklich gespawnt. Aber der kann sich gleich wieder hinlegen. Ja, er war das hier. Nur ja, drei Stück. Sehr gut. Oh, einmal Verbrauchsgüter. Ja. So, jetzt müssen wir Wir mal können gucken. jetzt alles brauchen. Ich würde auch sagen, geradeaus sieht ganz gut aus, ne? Ja. Oh nein. Alter, der ist immer brandgefährlich, ne? Denkt immer so, man hat den im Griff, aber den kannst du, ey, der ist echt zügellos. Das stimmt. Ich glaube, geh lieber über die Brücke. Gibt's hier eine Brücke? Ach Ja. da, ja, wäre gut, egal. Ich bin jetzt durch Wasser gelaufen. Ja, solange kein Wasserteufel einen beißt, dann geht's ja noch. Ja. Jesus geht Wasser kaufen. Was? Jesus kann über Wasser laufen? Ja, das fand ich auch geil. Das ist auch mega geil. Ne? Moment. Ja, kommt mal her. Ein für Mama. Na, ein für Papa. Wir waren fast zum Verhängnis geworden. Oh Oh, Mutti. nein. Kommt die denn schon wieder hergeschnoddert, ey? Alter, wie ich hier Munition verschwende. Es Oh. ist richtig herrlich. Super. Oh Gott. Also meine Schießkünste sind ja wirklich. Ja, man versucht immer alles, ne? Aber Es reicht manchmal. immer. Ja, genau. So die erste, in der ersten Runde war es ja schon so super genial. So, wo geht's denn überhaupt jetzt wieder ran? Ach, da lang. Boah, mein kleines Best-of, was ich hochgeladen habe. Da muss ich so lachen, als in der ersten Szene, da gucke ich so voll schräg. Habe ich mich selber so verkrampft, weil ich die Situation so aufregend fand. Da merkt man mal, wie anstrengend das wirklich ist, so wenn du das mal 2 Stunden zockst oder so. Ja. Das stimmt. Ach, siehst du, das muss ich mir noch mal angucken. Ja. Auf jeden Fall lustig, also. Also die eine Szene, wo
Dieser schwarze Typ, der da im Wasser ist, der taucht doch auf einmal ab und du, hä? Und dann taucht er wieder auf und dann ballerst du ihn ja nie runter, ne? Stimmt, ja. Ja, das ist auch geil. Ah, hier geht's. Ah, hier ist noch Munition. Oh, sehr gut. Das kann ich brauchen. Hm. Okay, hier will noch einer gemessert werden. Steht natürlich auch mitten auf dem Ding. Ja. Schön. Sehr schön. Jo. Na gut, dann haben wir das. Mhm. Oh Gott, das ist ganz unten. Ach du Scheiße. Obwohl, so weit ist es gar nicht. Ich lade erstmal nach. In diese Richtung hier so. Ach, das. Mal hin, oder? Ja, geh mal hin. Ach, das Game Dark kann ich dir übrigens auch empfehlen. Also, das ist echt super genial. Also, das ist so ein geiles Puzzle-Game. Das hat auch richtig Suchtpotenzial und so genial. Ja, weil man kennt ja immer so diese Point-and-Click-Adventure. Ja. Die ja normal so, so sind, aber. Die sind so innovativ heutzutage von ihrem Herstellungsprozess und wie die Games entwerfen. Also, unglaublich. Nicht schlecht. Hattest du davon auch was aufgenommen, ja, ne? Hatte ich heute hochgeladen. Stunde 40 Minuten. Ja. Ich wusste ja erst gar nicht, wie es hieß, ne? Ob es Dark Q heißt. Aber ich glaube, das soll einfach nur Dark heißen. Also das Q wie so ein K ausgesprochen. Ja. Oh, hier ist nochmal einer böse. Oh, so ein kleiner Zombie. Oh. Oh Gott. Bin gleich drei Stück reingelaufen. Irgendeiner ist doch noch hier, oder war ich das? Brauchst du Verbandskasten? Nee. Okay. Ich komm mal zu dir. Ah, hier gibt's noch Munition. Okay. Munition ist immer gut. Jo. Gut, ne? Mhm. Und da unten sind irgendwo Hunde. Oh ja, da sehe ich welche. Oh. Schlechter wird verbannt. Ach, scheiß auf den Schlechter, der interessiert mich nicht. Nö, wir wollen die Spinne platt machen. Genau. Warte, ich guck mal, ja, das. Gibt's noch mehr Munition, aber da sind auch die Hunde. So. Okay. Ich glaube, jetzt sind sie weg. Okay. Gab's hier nicht so einen Verbandskasten? Ja, genau. Wo war der? Ich glaube, der war hier draußen irgendwo. Will ich hier nochmal rumlaufen? Also ich brauche keinen jetzt, aber... Na, ich könnte einen gebrauchen. Oh, aber dafür gibt es hier fett Munition. Oh. Ah, mein Immun ist voll. Nein. Ich hatte auch irgendwo so einen komischen Verbandskasten gesehen. Ja. Ach, hier ist er doch. Ja. Ah, ich hab nur auch. Ach, super. Ich bin beide gleichzeitig. Zack. Meinen auch gerade benutzt. Na gut. Dann wollen wir mal, ne? Heute läuft's besser bei mir, muss ich sagen. Ja. Ja, die haben, ich weiß auch nicht, die haben bestimmt irgendeinen Serverlag gehabt oder so.
Denke auch. Hemlock and Hide. Okay. Mal gucken, ob da einer campt und auf uns wartet. Bestimmt. Das wäre geil, wenn die Camper mit so einem Zelt gekennzeichnet werden oder so. Das stimmt. Oh, hier. Können aber auch echt nervig sein, die Camper, ne? Ja. Oh nein, ey. Werden wir die Mutti hier fertig machen. Oh, ich das wüsste. Oh, die ist so widerlich, ey. Und jetzt sehe ich sie noch nicht mal. Ich auch nicht. Und hier irgendwo hoch? Nee. Was ist das denn jetzt? Ja, die. Ich versuche die mal platt zu machen, sonst nervt die uns da drin. Ja. Ach, hier ist eine. So, die ist weg. Aber ich glaube nicht, dass das die war, oder? Ich habe das Gefühl, ich höre Schritte von rechts oder so. Täuscht das? Bin mir nicht sicher. Ich sehe da noch eine Mutti. So, die ist auch weg. Okay. Oh ja, hier ist Spinnchen. Ich will mal gucken, mag die Haftbombe? Hä? Sie getötet? Ja, warum ist die? Ich sag ja, irgendwas. Sind denn hier welche drin? Ich hatte das Gefühl, ich habe Schritte gehört. Ich habe sie mal verbannt, ne? Okay. Seltsam, oder? Weil das war. Ich war irgendwie der Meinung, irgendwer läuft da rum. Ja, weil die Spinne ist auch recht laut. Du läufst da unten rum. Jetzt hier oben. Oh ja, hier ist auch ein Toter. Okay. Ist auch Munition hier oben, aber ich warte noch. Ich will mal gucken, von wo sich einer. Der campt auch irgendwo in der Ecke und wartet nur darauf, dass ich da wahrscheinlich hinlaufe. Also hier ist auf jeden Fall ein Toter. Ich loote den mal. Oder vielleicht hat ihn die Spinne auch gekillt, ne? Und jetzt sind wir rein. Das kann auch sein. Jetzt sieht es hier oben safe aus. Ja, ich sehe auch keinen. Aber hier kann man auch echt überall rein. Jemand hat jetzt. Ach, du hast die Kiste aufgemacht, ne? Naja. Gut, dann gehe ich mal runter zur Spinne. Ja. Eine Verbandtasche habe ich bekommen. Wenn du den Ollen looten willst, der ist hier, da kriegst du vielleicht ein paar Dollar. Hier ist auch einer. Ach was. Echt? Ach. Was? Was hat der für eine schöne Waffe? Oh, die nehme ich. Ja, oh. Das ist ein Label. Alter, ich habe zweimal Verbrauchsgüter bekommen und das hier. Das ist ja am ätzend. Ich krieg Kohle, ich habe 75 Schotter gekriegt. Das ist Cybermobbing. Wahrscheinlich die Spinne, die erledigt, oder? Ja, das kann sein, dass sie einfach beides nicht geschafft haben. Wie gesagt, ich war. Also ich. Mein Headset spinnt ja auch manchmal und ich höre ja manchmal auch Schritte, die gar nicht da sind, aber okay, das höre ich ja ohne Headset, aber das war echt so, da läuft doch, irgendwer läuft da rechts rum. Die haben doch da drin auch gar nicht geschossen oder so, ne? Nee, deswegen, das wundert mich. Vielleicht haben sie auch versucht, die mit der Machete platt zu machen oder so. Ja, das kann auch sein. Ja. Das ist natürlich eine schlechte
Also wenn man die Spinne nicht gerade als Friseur zum Kunde hat und sagt, ich rasiere dich, ist das echt schlecht, weil die wehrt sich bestimmt. Ja. Oh, der Ausgang ist ziemlich weit. Naja, wird schon werden. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall, geht's jetzt schneller. 94, 95. Ja. Upload mit Traffic Shaping. Okay. Dann haben wir die. Jo. Also. Okay, bis ganz nach oben laufen, ne? Oder Ja. schräg links rüber. Hier scheint auch keiner zu sein, irgendwie. Gut, ich mach dann mal auf. Oder ja, kannst du. So, mal gucken, wo lang hier durch. Hier ist eine Kasse hinter dir. Oh. Oh, sehr gut. Das nehme ich auch mit. Und hier ist noch ein Package. Ah, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ach, ich auch nicht, aber warte, ich kann was wegschmeißen. So. Oh, geht's hier nicht. Ach doch. Ach du Scheiße, ich dachte gerade, wir können jetzt hier nicht mehr raus. Ja, das wär's ja. Ich mach mal einen kleinen Rundumblick. Nö, alles friedlich. Ja, dann quer durch die Map oder nach oben? Ich würde sagen, nach oben ist sicherer, oder? Okay, ja, hast recht. Und war so ziemlich am Dann Rand. laufen wir schön nach Norden am Rand, ja? Würde ich auch sagen. Geh mal an den Rand und dann laufen wir einfach nach Norden. Genau. Außer Rand und Band. Oh, hier gibt es noch Munition. Oh. Ah, leider voll. Und eine Mutti. Ah, Mutti tot. Ja, Mutti tut gut. Scheiß Wasser, ey. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Obwohl hier ist keiner, ne? nee. Ich glaube, jetzt können wir einfach schräg nach Norden oder direkt nach Norden. Ich habe noch 5 Sekunden Kuckplatz. Oh, das ist gut. Meine sind nämlich weg. Ich werde in der Zeit nochmal nachladen. Da ist noch eine Mutti. Ach nee, das ist keine Mutti. Aber die läuft so, ne? Ja, aber das Gute ist, jetzt muss man nicht mehr leiser sein, weil man wird eh von überall gesehen. Ja. Dann laufen die ganzen Paparazzis hinter uns hinterher und machen Fotos, weil wir hier so erfolgreich gespielt haben. Ja. Auf jeden Fall wird aber noch geschossen. Oh schön, jetzt müssen wir nur noch dem Zaun folgen. Das ist auch gut. Das ist ja wie 1989. Wieso ist denn der offen? Kann man hier nicht, nee, hier kann man nicht durch. Das ist die Grenze, die nach Ungarn offen ist. Da sind sie alle dann geflohen drüben. Genau. Alter, wir blitzen aber auch. Das ist ja unglaublich. Ja, ich hoffe, hier gibt es keine Wasserteufels. Boah, ich traue den Viechern auch nicht. Aber das ist auch voll interessant. Die Spieler kann man auch mit so einem Billigzaun einzäunen wie Pferde. Genau. Finden dann trotzdem nicht raus. Ne, und anstatt mal eine Drahtschere zu looten, laufen wir hier quer durch die Gegend, ne? Echt. Ne, wir laufen ja auch nur zu zweit rum, wegen der Kontaktsperre. Ja, alles sehr vorbildlich. Genau. Auch hier 1,5 Meter Abstand. Den dritten Spieler haben wir ausgeschlossen. Ja, Ne? der ist in Quarantäne. Genau, der ist in Quarantäne 14 Tage, der hat erstmal Spielverbot. Ne?
Ja, jetzt hast du gut lachen, ne? Weil ich dich nicht durchs Mikro anniesen kann. Ja, genau. Ja, das ist, ich habe heute auch so ein bisschen so leichten Husten irgendwie, aber das ist halt allergisch bedingt. Oh, Oder? hier links von uns ist jemand. Ja, wird fett geballert, ja. Kannst du den sehen, also mit deiner Ja, Sicht? ich konnte den sehen. Warte, ich werde ihn gleich mal markieren. Aber du siehst auch, oh, hier direkt ist auch einer. Saatmutti neben dir. Ah ne, doch nicht, das ist. Oh, haben die auf uns geschossen? Ja, kann schon sein. Aber wir sind Nein. gleich. Nein, blockiert, Scheiß. Scheiße. Oh, die Schweine. Oh, jetzt wurde ich angeschossen. Oh, nochmal. Und hab ich. Oh, ich muss jetzt hier. Ah, oh, jetzt hat er mich erschossen. Scheiße. Weißt du von wo? Er hat irgendwie. Ich bin ja. Ach da, ja, ich Ja. sehe ihn. Ach du Scheiß. Ja, das war Heftig, heftig. Scheiß. Oh, gerade zum Schluss. Oh, ja. 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 Ja, aber cool. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt.